Kennt ihr das? Ihr sitzt zu Hause, euch ist langweilig und was kann man da Besseres tun, als sich mal wieder so ein richtig, richtig gutes Buch in die Hand nehmen? So einen richtigen Schinken, den man einfach in einem Rutsch lesen will. Klar, ihr wisst, wovon ich rede. Natürlich dem Forstgesetzbuch von 1975 mit der aktualisierten Fassung von 2015, versteht sich. Das muss ein richtig gutes Buch sein, kostet ja auch nur schlappe 150 Euro in der kommentierten Fassung. Aber was in diesem Buch und im Naturschutzgesetz, dem Campinggesetz und in vielen anderen Gesetzbüchern steht, das ist für uns Bergsportler wirklich spannend. Glaubt ihr nicht? Dann wird's Zeit für dieses Video. Dieses Video ist das erste einer zweiteiligen Serie. Ich versuche darin alles so entspannt und unterhaltsam wie nur irgendwie möglich darzustellen. Also kein trockenes Zitieren von Gesetzestexten, wir versuchen es einfach mal locker zu machen. Nicht so juristisch, sondern eben so, dass man es halt auch versteht und zuhören will. Nachdem das aber alles nicht so einfach ist, werden wir das Ganze trennen. Heute die offiziellen Regulierungen in den jeweiligen Regionen der Alpen. Ich weiß, der Anfang war eigentlich schon intensiv genug. Spätestens bei Forstgesetzbuch sind die ersten schon eingeschlafen und die anderen aus dem Fenster gesprungen. Aber ich garantiere, dass der Blick in diese ganzen Gesetze und Verordnungen, die ich gerade genannt habe, interessant wird. Vor allem aber die Konsequenzen und auch die Beweggründe, die zwar nicht da drin stehen, aber schon irgendwie gut abgeleitet werden können. Es geht heute ganz konkret um die Frage, darf ich eigentlich am Berg schlafen? Diese Frage stellen sich jedes Jahr tausende Menschen und so eine richtig gute und auch eindeutige Antwort findet man dazu nicht. Viele glauben, dass das einfach daran liegt, dass es niemanden interessiert. Aber in Wahrheit liegt es daran, dass es tatsächlich keine eindeutigen Antworten gibt, sondern nur sehr viele. Deshalb ist dieses Video in den Kapiteln in einzelne Gebiete unterteilt. Davor und danach sprechen wir aber vor allem über allgemein geltende Regeln und auch Empfehlungen meinerseits. Versuchen wir erst die grundsätzlichen Fragen abzuarbeiten, die eindeutig beantwortet werden können. Darf man eigentlich einfach so draußen schlafen? Die Antwort ist einfach: Nein. Der Grund dafür? Unterschiedlich. Grundsätzlich hat quasi jeder Grund, den es in den Alpenländern gibt, einen Besitzer. Und hat der Grund keinen Besitzer, gehört der Grund der Gemeinde, dem Staat oder der Stadt. Ergo hat er immer noch einen Besitzer. Möchte man am Grund einer anderen Person, egal ob natürlich oder juristisch, übernachten, muss man den Besitzer um Einwilligung bitten. Nun stellt ihr euch ganz zu Recht die Frage, wem gehört eigentlich die Zugspitze? Ja, und hier wird's jetzt schwierig, denn ich weiß nicht, wem die Zugspitze gehört. Viele Berge in Tirol beispielsweise sind in Privatbesitz. Entweder Adel, Bauern oder reiche Hampelmänner stehen tatsächlich im Grundbuch. Aber wer das ganz konkret ist, das weiß man eigentlich nicht. Es steht halt nirgends ein Schild mit, dieser Grund gehört Graf Dracula, dem Dritten von hinten. So, jetzt ist aber das Ganze so, dass das Schlafen im Gesetz nicht definiert ist und das Übernachten ebenfalls mehr Kontext braucht. Und deshalb an dieser Stelle Kontext. Juristisch wird zwischen zwei Begriffen unterschieden, dem Campieren, zu dem übrigens auch das Zelten und vorsätzliche Bivakieren gehört, und dem Bivakieren. Das Campieren zeichnet sich dadurch aus, dass man geplant hat, die Nacht draußen zu verbringen. Ein häufiger Irrglaube unter den sieben Schläfern ist, dass man fürs Campieren auch ein Zelt braucht. Das stimmt so aber nicht. Ob man ein Zelt, ein Tarp oder nur einen Bivaksack dabei hat, ist aus juristischer Sicht vollkommen wurscht. Es geht also um den initialen Hintergedanken. Ganz irrelevant ist das Zelt aber nicht, denn habt ihr schon mal ein Zelt dabei gehabt und dann nicht vorgehabt, draußen zu schlafen? Eben. Das Zelt ist also quasi ein Schuldeingeständnis von Haus aus. Auch ein Gaskocher und der halbe Hausrat im Rucksack gilt ebenso als klares Indiz für den Vorsatz. Das Bivakieren, also ohne das vorsätzlich, ist aber im alpinen Raum tatsächlich gestattet. Und das sogenannte Notbivak zeichnet sich eben dadurch aus, dass es eine Not gibt. Dazu zählt Verlaufen, Schlechtwetter, medizinische Gründe oder Dunkelheit. Also immer wenn was schief läuft. Sonst ist das Bivakieren nicht erlaubt. Präventiv ein Zelt mitzunehmen und dann mit einer Not zu argumentieren, das wird hart. Also diese Unterscheidung ist im Gebirge wichtig, denn sie ist grundsätzlich tatsächlich überall in den Alpen gültig. Zusammengefasst, aus der Not heraus darf man an Ort und Stelle verweilen, bis man entweder wieder fit ist, es hell ist oder Hilfe gekommen ist. Nun ist das, was wir wollen, nämlich draußen schlafen, also geplant, keine Not, zumindest solange wir Miete zahlen können. Und ab hier geht's mit den einzelnen Unterscheidungen in einigen Gebieten los. Machen wir es kurz und bündig. Egal in welchem Land, egal in welchem Bundesland, campierst du in einem Nationalpark oder in einem Schutzgebiet,
bist du am Arsch. Und zwar ordentlich. Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich, Deutschland, sozusagen ein grenzübergreifender Prügel am Kopf. Anders ist das aber, wenn keine Schutzzone vorliegt. Denn dann gibt es regionale Unterschiede an. Fangen wir einfach mal in Deutschland an, in Bayern. Hier ist Campieren immer verboten, außer auf dementsprechend gekennzeichneten Plätzen. Hier geht es nämlich gar nicht um den Grundbesitz, sondern hier regelt das der Naturschutz, also das Naturschutzgesetz, das über den Grundbesitz hinausgeht. Aber auch hier, Notbivak muss erlaubt sein, ist nicht verboten. Es ist in Bayern auch sehr strikt. Macht man das und wird erwischt, kommt es zum Bußgeld und das ist mit 500 Euro nicht gerade billig. Es lohnt sich also auch nicht, wirklich vor allem in belebteren Regionen dieses Risiko einzugehen. Doch wie sieht es in Österreich aus? Da haben wir erstmal das beliebteste Bergbundesland bei Touristen, Tirol. In Tirol gibt es das Campinggesetz und das macht im Prinzip das gleiche wie Bayern. Alles außer Campingplatz ist verboten. Tatsächlich hat man in Tirol aber das Notbivak sogar ins Gesetz als Ausnahme geschrieben. Das westliche Nachbarbundesland, Vorarlberg, ist da etwas entspannter, wenngleich auch deutlich undurchsichtiger. Wer in Vorarlberg am Berg rechtmäßig schlafen will, sollte zur Sicherheit einen kurzen Anruf bei der entsprechenden Gemeinde riskieren. Denn in Vorarlberg gilt in diesem Zusammenhang, was nicht explizit verboten ist, ist erlaubt. Aber was explizit verboten ist, das steht nirgends. Gibt es aber ein Verbot, hat das jedenfalls einen guten Grund und wird auch kontrolliert und auch ein Verstoß geahndet. Gehen wir in die andere Richtung, in das wunderschöne Bundesland Salzburg. Hohe Tauern, Salzkammergut, Großvenediger. Wäre geil, mal eine Nacht draußen zu verbringen. Aber obwohl das Landesgesetz und Naturschutzgesetz des Landes hier kein klares Verbot aussprechen, müssen sie das auch gar nicht. Denn die interessantesten Gebirgszüge des Bundeslandes Salzburgs liegen entweder im Naturschutzgebiet oder im Nationalpark. Naja, aber immerhin kann so Salzburg mit dem Finger auf die anderen Gesetzgeber zeigen. Also grundsätzlich wäre es unter Einhaltung der Vorgabe, dass die Natur einwandfrei zu schützen ist und äußerst vorsichtig behandelt werden muss, erlaubt. Aber man muss erstmal einen Platz finden außerhalb von Naturschutzgebieten und Nationalparks. Ist natürlich jetzt sehr überspitzt formuliert. Es gibt selbstverständlich einige schöne Flecken in Salzburg, wo sich eine Nacht im Freien lohnt, keine Frage. Aber klar, die Hohen Tauern als Nationalpark nehmen in Salzburg einen gewaltigen Teil der spannenden Hochgebirgsfläche damit schon mal aus der Ausnahme raus. Schauen wir uns noch Oberösterreich an. Hier wird es mit Gebirge ja eh schon recht dünn. Deshalb scheißt man in Oberösterreich auch pauschal auf jegliche Reglementierung und sagt, alles was Ödland ist, ist mir wurscht. Aber find in Oberösterreich mal Ödland. Ach ja, auch Weideflächen und Grundbesitz ist natürlich auch ausgenommen. Positive Nachrichten gibt es auch aus dem wunderschönen Bergbundesland Steiermark. Hier sind viele großartige Gebirgsstöcke zu Hause und die Steiermark möchte hier auch zum Verweilen einladen, selbst ohne Hotel. Betreten ist nämlich gestattet. Während im Forstgesetz Betreten nicht mit einer Übernachtung gleichkäme, steht hier dieses Betreten im eigenen Gesetz zur Wegefreiheit im Bergland. Damit alles schön übersichtlich bleibt. Hier gilt, ist es nicht verboten, ist es irgendwie erlaubt. Auch wieder ausgenommen Weideflächen und Privatgrund. Zu guter Letzt Kärnten, wo ein Teil des Großglockners und auch andere schöne Berge zu Hause sind. Verboten. Punkt. Aus. Ende. Außer natürlich das Notbivak. In Italien sieht die Sache ganz einfach aus. Noch viel einfacher als irgendwo anders. Stell dein Zelt auf und du wirst angezeigt. Zumindest laut Gesetz. Das ist ziemlich klipp und klar formuliert. Dass das in der Praxis gerade in Italien nicht immer auch so umgesetzt wird, dazu komme ich im zweiten Teil. Und jetzt noch zur Schweiz. Hier gibt es das beliebte und berühmte Jedermannsrecht. Man kennt es auch aus den USA, Kanada und Teilen Skandinaviens. Es ist beliebt, weil es im Prinzip Folgendes aussagt. Mach keinen Scheiß, dann kannst du machen, was du willst. In der Schweiz gilt das aber mit großen Abstrichen, denn es gilt ausschließlich im alpinen Raum. Und natürlich sind auch hier wieder Naturschutzgebiete und Nationalparks ausgenommen aus dem Jedermannsrecht. Und auch deklarierte Zonen, die weder das eine noch das andere sind. Beispielsweise am Matterhorn trifft das alles zu. Man sieht, die Sache ist teilweise recht übersichtlich, wie in Italien und Bayern, und teilweise eine komplette Paragraphenkatastrophe, wie in Österreich. Aber fassen wir mal zusammen. An den spannendsten Orten der Alpen ist das geplante Bivakieren und Campieren verboten. Was das alles in der Praxis bedeutet und wie das ganze Gesetz exekutiert wird, beziehungsweise auch die große Frage danach, wie es jetzt eigentlich mit den Notbivaks in der Praxis wirklich aussieht und welche riesigen Gesetzeslücken es hier gibt, das erkläre ich euch nächste Woche, damit das Video hier nicht stundenlang wird. Das zieht sich nämlich unterm Strich dann vermutlich eh keiner mehr an. Insofern lieber zweigeteilt und ihr sitzt nächste Woche Freitag wieder frisch geduscht, ausgeschlafen und mit geputzter Nase vorm Handy, Tablet oder Laptop.
und wir schauen uns dann die harte Wahrheit in der unfassbaren Praxis an. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!